Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout New Vegas. So, dann wollen wir mal weiter im Hoover-Staudamm uns ein bisschen umschauen. Gibt ja hier noch viel zu entdecken. Ist ja eigentlich auch ein riesiges Ding hier. Hoover-Staudamm Kraftwerk 2. Na gut, gehen wir jetzt hier einfach mal durch. Oh, hier sieht es nicht mehr so gut aus. Aber die Turbinen laufen doch alle. Na gut, Kraftwerk 3. Na, desto weiter wir sozusagen einmal durchgehen, ne? Desto kaputter soll es wohl wahrscheinlich auch aussehen hier, ne? Kommen halt immer weiter der ganzen Feuergefechtes näher. Kraftwerk 4. Ah, hier sieht es schon wieder ein bisschen besser aus. Okay. Ja gut, wir dürfen hier eh nicht looten. Das ist ein Riesenteil. Ich komme mir vor, als wenn ich in meinem Kreislauf hier. Ach, jetzt geht es ja auch noch nach unten. Okay, gut, gehen wir mal nach unten. Warum denn nicht? Unter das Ganze. Hoover Staudamm. Okay. Alter, ist die Anlage riesig. Ach, das sind die Turbinen von ganz unten. Ah. Hey. Taschen. Okay, die dreht sich noch. Da kann man mal sehen hier, ne? Welche sich noch dreht und welche nicht. Naja, gut, er hat ja schon gesagt gehabt in der letzten Folge, dass nicht mehr alle sich drehen. Ach, riesig der Komplex. Na, vier Turbinen drehen sich jetzt insgesamt hier noch. Die anderen sind leider zum Stillstand verdammt. N2. Nee, sagt er nicht 6? Nee, es lief mal ein 8. So war das. Oh. Hier kommt das ganze Wasser rein. Ich wollte es wenigstens mal ausprobiert haben. Ich wollte es ja wenigstens mal ausprobiert haben. Aber mega cool. Dass man sich die Turbinen auch von unten angucken kann. So, gehen wir erstmal wieder ins Kraftwerk 1. Wir müssen ja erstmal eigentlich den finden, der uns hier jetzt herbeordert hat. Wer war denn das eigentlich nochmal? Wie hieß denn der? Colonel Moore, genau. Von denen haben wir ja schon was gehört, aber haben ihn noch nicht gesprochen. Der gute Colonel. Irgendwo da hinten rum müssen wir gucken. Wie gesagt, kenne ich hier halt noch nicht so gut aus. Und ich würde sagen, das ist ähnlich wie beim Bruderschaftsbunker. Schön verwinkelt, schön irgendwo, irgendwas, ne? Irgendwo werden wir ihn noch haben. Den Newton-Chernel. Ich würde es halt feiern, wenn wir hier irgendwie eine Anzeige hätten. Kannst du mal mit einer lokalen Karte probieren. Büro des Staudamms. Ja, da waren wir ja sowieso schon drin. Ist er denn vielleicht irgendwo hier im Büro? Weil hier hatten wir ja auch den Quartiermeister. Ist er denn hier irgendwo? Nee, eigentlich auch nicht, ne? Er sagt mir, ich kann da hinten noch irgendwo hin. Gab es hier noch einen anderen Weg? Den ich nicht gesehen habe? Wieder so eine Tür, die ich nicht sehe, oder wie? Nee. Also hier von der Lokalkarte aus kommen wir ja gar nicht darüber. Vielleicht müssen wir eine Etage höher. Das wäre, glaube ich, möglich. Angeblich wurde ein lästiges Lager der Legion dem Erdboden gleichgemacht. Achso, das ist nur ein Aufweg zur Turbine. Ich dachte, wir kommen dann auch irgendwie da oben rauf. Nee, dann muss ich ja hier hinten die Treppe nehmen. Und die ganze Zeit immer so dramatische Musik hier.
So, jetzt kommen wir doch hier. Record Room. Wenn ich wüsste, welchen Room ich hier besuchen müsste, dann wäre das vielleicht auch einfacher. Aber kann ja jetzt eigentlich nur noch auf der Etage sein, hier hinten. Das heißt, wir gehen jetzt hier immer mal rüber. Angeblich sind Elite-Einheiten hierher unterwegs, um unsere Truppen zu unterstützen. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Dietrich und du. Na, jetzt sieht doch schon richtiger aus, oder? Ja, ja. Das scheint sein Büro zu sein. Das ist ein Techniker. Mhm. Hier wird auf jeden Fall Karawane gespielt. Ein bisschen Zeitvertreib und so. Ah, hier haben wir sie sogar. Gut, Sie haben es geschafft. Mir wird bereits seit einer Weile vom Retter der RNK berichtet und ich wollte Sie schon länger mal treffen. Sie haben sich als besonders fähig erwiesen und momentan kann ich alle fähigen Leute brauchen, die ich kriegen kann. Crocker kriegt die ganzen Spaziergänge, die sonst keiner will. Wenn die Leute etwas wirklich Wichtiges erledigt haben wollen, dann kommen sie zu mir. Normalerweise schicke ich ein, zwei Ranger los, um so etwas zu erledigen. Aktuell fehlen uns aber die Leute. Sind Sie bereit für eine echte Mission? Was heißt denn für eine echte Mission? Ja, Madame. Da der Großteil meiner Männer sich derzeit mit der Legion beschäftigt, brauche ich jemanden, der sich um andere aktuelle Probleme kümmert. Machen wir uns nichts vor, es steht eine Schlacht bevor und ich will sicherstellen, dass alle Risiken beseitigt sind, wenn es losgeht. Ein solches Risiko ist eine Bande namens Großkane. Schon von Ihnen gehört? Man könnte sagen, dass ich bereits mit ihnen Bekanntschaft gemacht habe. Dann muss ich Ihnen ja nicht erklären, dass Sie ein ziemliches Ärgernis sein können. Ihr Verhältnis zur RNK war schon immer eher lausig. Daher fürchte ich, dass Sie unseren Feinden beistehen könnten, wenn die Legion uns angreift. Außer natürlich, wir verhindern das. Sie sollen sie in ihren Canyons im Westen besuchen und dafür sorgen, dass sie keine Hilfe für die Legion sind. Für mich ist das nur eine weitere Raider-Bande. Gehen Sie also entsprechend mit ihnen um. Noch Fragen? Und wenn ich Sie überzeugen kann, der Legion nicht beizutreten? Machen Sie sich nichts vor. Ich kenne diese Banden gut genug, um zu wissen, dass man ihnen nicht trauen kann. Sonst noch was? Wird mich die RNK dabei unterstützen? Ich kann Ihnen keine Truppen geben, aber Quartiermeister Barden wurde bereits angewiesen, sie auszurüsten. Sie müssen jedoch für alles bezahlen, was Sie nehmen. Wir können keine Ausrüstung verschenken. Noch weitere Fragen? Was ist, wenn ich herausfinde, dass Sie sich Caesar anschließen wollen? Dann müssen Sie dafür sorgen, dass dazu keiner mehr am Leben ist. Noch Fragen? Keine weiteren Fragen, Madame. Gut, ich freue mich auf Berichte Ihrer Fortschritte. Wegtreten. Bloß weil ihr euch nicht so, ne? Gut. Damit sie quasi, Hallo. Oh, sitzt da nie... Achso, sitzt ein Techniker. Oh, im falschen Büro, war. Ach, hier hinten geht's auch noch runter. Ah. Ja gut, dann gehen wir mal zum Quartiermeister, mal sehen, was er jetzt zu sagen hat. Hier ist er doch. Schau mal an, wer da ist. Wie kann ich Ihnen helfen? Vorräte? Na klar doch. Mal gucken, ob sich da noch irgendwas geändert hat. Aber ich glaube mal nicht so, ne? Nee, sieht nicht danach aus. Bleirohr, Eichhörnchenbissen. Wir müssen halt für alles zahlen. Oh, entladene Energiezellen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die sind immer gut. Kosten auch nichts, weil die halt nicht wissen, wie man sie auflädt. Ja, gut. Hat sich nichts geändert, das heißt... Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie... Wir können hier wieder gehen. Ja, Großkane. Haben wir ja schon festgestellt, dass sie sich eigentlich der Legion anschließen wollen. Mal sehen, ob wir jetzt bessere Optionen haben. Natürlich habe ich wieder ein Klo gefunden. Hey! Eine Folge ohne Klo, ne?
Wäre doch irgendwie mal aufregend. Gut, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier wieder aus dem Staudamm rauskommen, damit wir schnell reisen können. Ich hoffe, ich komme da vorne raus. Ah, Exit. Ja, steht doch dran. Gut. Ja, riesiger Damm. Jetzt müssen wir mal gucken. Mit wem kann ich denn da reden bei den Kahnen? So, machen wir erstmal Weltkarte auf. Oh, ein bisschen Scrolli-Scroll. Wir sind ja schon mal bei den Kahnen gewesen. Wir sind auch schon akzeptiert. Bei den Kahnen. Puh. Ja, ich werde, glaube ich... Hoppala. Wollen noch mal speichern. Und dann machen wir uns mal direkt auf den Weg dorthin. Warte, ich habe den Ort noch nicht gefunden. Ja, bin wieder gegen irgendwas anderes gekommen. So, und ich habe jetzt auch Hunger gekriegt. Na denn, dann gehen wir erstmal... Essen ist immer eine gute Sache. Brahman brauchen wir jetzt gerade nicht. Was fressen wir dann schönes? Ein schönes Gecko-Steak. Gut. Wir leiden nicht mehr unter Hunger. Ich denke mal, wir sollen bestimmt mit Papa Großkahn reden. Scheint, dass jeder der Interesse an der Mocha... Nee. Ja. Ach, da ist er. Hm. Habe ich ja fast gar nicht gesehen. Karl, Papa Kahn und Regis. Na gut, denn... Schön, dass Sie da sind. Was kann ich für Sie tun? Mit dir hatten wir schon geredet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bald werden Caesars Veteranen aus Arizona eintreffen. Dann kann nichts mehr unseren Sieg aufhalten. Was halten Sie von den Großkahnen? Sie sind ein Stamm großer Krieger mit stolzen Traditionen und glorreicher Vergangenheit. Sie werden die Legion bereichern. Na gut, auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Sie haben eine Menge für uns geleistet. Glauben Sie nicht, das sei mir nicht aufgefallen. Was kann ich für Sie tun? Ah, Papa Kahn, also doch Ehrenmann, ja? Gut, ich bin gekommen, um die Großkahne zu bitten, ihr Bündnis mit Caesars Legion aufzulösen. Ist das so? Naja, Sie haben Schneid, das muss ich zugeben. Aber warum sollte ich das für Sie tun? Caesar benutzt sie nur, er schert sich kein Deut um die Großkahne. Nein, Caesars Gesandter erzählt eine andere Geschichte. Der Ruhm der Großkahne wird wiederkehren. Wir schicken die RNK zurück nach Kalifornien und das ganze Land bis zum Colorado wird uns gehören. Ich will nichts mehr gegen Caesar oder die Allianz hören. Die Großkahne werden Caesar in die Schlacht begleiten und die RNK wird endlich bezahlen. Auf Wiedersehen. Bis dann. Okay, er ist ein bisschen sehr, sehr stur. Warum sagt er mir denn jetzt hier noch raus? Ich habe gehört, Sie haben versucht, Papa Kahn zu überzeugen, dass er Caesars Legion nicht beitritt. Darüber würde ich gerne mal mit Ihnen reden. Woran hatten Sie gedacht? Sie wollen Papa überzeugen, sich nicht mit Caesar zu verbünden, richtig? Glauben Sie mir, nur mit Worten kommen Sie bei ihm nicht weit. Er fährt darauf fest, den alten Ruhm der Großkahne wiederherzustellen. Und Caesar scheint ihm der richtige Weg dazu zu sein. Und was mache ich? Papa kann stur sein, aber er ist kein Tyrann. Er hört auf seinen Stamm und auf vier Stimmen besonders. Mich, Jack, Diane und Melissa. Wenn Sie uns alle überzeugen können, dass ein Bündnis mit Caesar eine schlechte Idee ist, dann können Sie ihn vielleicht umstimmen. Sind Sie nicht schon überzeugt? Schließlich führen wir dieses Gespräch. Ich zweifle zwar an Caesar, aber nur wegen eines Zweifels würde ich mich nie öffentlich gegen Papa Kahn stellen.
Ich habe Gerüchte gehört, dass Stämme, die sich mit Caesar verbündet haben, zerschlagen und versklavt wurden. Beweisen Sie es und ich bin dabei. Was würde Jack und Diane überzeugen, mich zu unterstützen? Sie müssen mit den beiden sprechen, aber sie hängen aneinander wie Pech und Schwefel. Überzeugen Sie einen und der andere wird auch mitmachen. Was ist mit Melissa? Ach, Melissa ist eine Träumerin. Als ich sie im Lager sah, hat Karl Geschichten darüber erzählt, dass sie der Legion als Spekulatore dienen könnte. Ich habe noch nie eine Frau in Legion-Rüstung gesehen, also habe ich da meine Zweifel. Okay, ich werde mal sehen, was ich tun kann, um alle zu überzeugen. Gut, eins noch. Caesars Vertreter Karl ist ein enger Freund von Papa geworden. Karl sorgt dafür, dass Papa so auf die Allianz fixiert ist. Es wird wohl leichter sein, ihn zu überzeugen, wenn Karl von der Bildfläche verschwindet. Wie soll ich das anstellen? Karl spricht viel von der Ehre und dem Edelmut der Großkane. Aber ich denke, seine wahre Meinung ist sehr viel unschmeichelhafter. Vielleicht finden Sie ja etwas Schriftliches, das diese Meinung belegt. Oder Sie sorgen dafür, dass er im Langhaus vor Papa die Beherrschung verliert. Ich werde mir das merken. Würde ich an Ihrer Stelle auch machen. Na gut, einen Weg finden, Karl von Papa Khan bloßzustellen. Jetzt haben wir mehrere Aufgaben gekriegt. Oh, mein Papa. Na, das geht ja schon ganz gut los. Und warum wird mir da unten... Ah, okay. Und was ist da? Lager der Großkane. Denk mal, da wäre bestimmt was, um den Karl bloßzustellen zu finden. So, Jack und Diane. Wir brauchen also noch Beweise. Na gut, gehen wir erstmal. Jack und Diane, das waren ja die hier hinten, die Drogen herstellen, ne? Ich meine, das waren die. Dann laufen wir da jetzt nochmal hin. So, einmal hier ein bisschen runterhopsen und dann klappt das schon mit Nachbarn. Ich meine, ja, das müsste, Jack und Diane müssten da hinten gewesen sein. Hätte ich da nicht sogar schnell reisen hin können? War das nicht irgendwie so was mit Drogenküche? Ja. Geht. Machen wir so. Haben wir ja schon gefunden. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Was gibt's? Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, wie man die Allianz der Khane mit Caesar beenden könnte. Hey, ich bin nicht unbedingt heiß drauf, mit Caesar zu arbeiten. Aber wenn dadurch meine Dealer vor seinen Patrouillen Ruhe haben, bin ich dafür. Caesar wird Ihnen als Verbündete keine Drogenhandel dulden. Er hasst Drogen. Davon höre ich zum ersten Mal. Haben Sie dafür irgendwelche Beweise? Noch nicht. Ich werde welche finden. Gut. Dann kommen Sie wieder, wenn Sie sie haben. Gut. Dann ich mache mich mal auf den Weg. Tschüss. Hey, schaut mal, wer hier ein gutes Khan-Karma verbreitet. Ich möchte Sie ersuchen, öffentlich gegen Papa Khans Allianz mit Caesar einzutreten. Hä? Ich und Diane, wir stehen nicht so auf Politikkram, ja? Wir stellen nur Ware her und sorgen dafür, dass sie ein ordentliches Zuhause bekommt. Klar nervt Caesar, aber solange wir uns haben, kümmert es uns nicht, wie sich die großen Tiere balgen. Aber sie werden einander nicht haben. Die Legion wird sie töten und Diane zur Sklavin machen. Alter, was für ein super Mist! Das ist doch niemals ein Kopashishi. Ja, okay. Ich und Diane halten ihnen den Rücken frei. Kein Problem. Okay. Möchten wir nochmal? Geht in Ordnung, Junge. Ich halte ihnen den Rücken frei. Cool. Immer cool bleiben, Alter. Ja, das war ja relativ einfach. Scheiße. Jemand hat Motorrunner umgelegt. Der Junge war einer unserer größten Abnehmer. Und wegen der Allianz mit Caesars Legion? Keine Sorge.
Jack und ich haben das besprochen. Wir werden für einen Bruch mit der Allianz eintreten. Wunderbar. Passt. Auf Wiedersehen. Ich sehe Sie später. Gut, die ersten haben wir schon wunderbar überzeugt, ohne viel Arbeit. Jetzt haben wir noch irgendwo in dem Canyon jemanden, der überzeugt werden muss. Okay, jetzt wird mir jeder hier drin angezeigt. Ich wünschte, dass mehr wie Sie wären. Aha. Karls Tagebuch. Aha, was haben wir denn da? Na gut. Wir haben eh geklaut. So, Beweise für Karls Plan, Papa Khan zu übergehen. Können wir uns das Tagebuch auch angucken? Dieses Tagebuch enthält detaillierte Aufzeichnungen und Beobachtungen auf Karls Zeit bei den Großkhan. Viele der Einträge schildern in allen Einzelheiten seine Ansichten über deren wilde barbarische Sitten. Und an mehreren Stellen philosophiert er darüber, dass Caesars Legion sie höchstwahrscheinlich wird auslöschen müssen. Mhm, da haben wir doch das Richtige. Tja, Caesar, du bist am Arsch. Selber schuld. So, Bald schickt Caesar seine besten Soldaten aus dem Arizona-Feldzug. Die RNK wird... Na gut, bevor wir jetzt weitermachen, wir müssen ja noch gucken, oh mein Papa. Briges Beweise finden und Melissa überzeugen, sich gegen Caesar Chance auszusprechen. Melissa ist aber nicht hier, die ist ja... Ich denke mal, die ist dann im Lager der Großkane. Aber wir müssen ja jetzt nochmal gucken, dass wir da unten runterkommen. Da sind wir aber schon verrufen. Machen wir mal den Aussichtspunkt als Portpunkt. So. Und dann werden wir mal gucken hier. Dass wir mit der Panzerbüchse vielleicht nochmal ein bisschen was reißen können. Ich hatte hier ja schon mal alles mit Boone den Erdboden gleich gemacht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt wieder da sind oder nicht. Sind wir einfach mal auf der Hut und vorsichtig. Oh, bin ein bisschen durstiger. Muss man unbedingt neues Wasser holen. Dementsprechend gehen wir vorsichtig vor. Bisschen Strahlung in der Powerrüstung macht mir nichts. Ja, aber bis jetzt wirklich alles ruhig. Nun kann ich den Sniper ja wieder wegstecken. Ja. Da ist ein roter Punkt. Mhm. Der einzige rote Punkt hier. Na dann wollen wir doch mal... Erst schießen, dann fragen. Ja, es reicht schon. Schade, hat nicht getroffen. Aber der jetzt. Aus der Hüfte geht er mal. Gut. Aber wo soll ich denn jetzt hier hin? Das Fort. Ach, von hier aus wäre ich zum Fort gekommen, ne? Oder kann ich das Ding auch selbst benutzen? Reise zum Fort. Ich weiß nicht, können wir uns das schon erlauben? Was meinst du? Auch gar nichts, ne? Das Fort ist ja dann irgendwo hier oben. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig.
Ne, komm, wir speichern nochmal. Warum sagt er mir denn nicht gleich das Fort? Probieren wir mal. Wie sieht's aus? Ein weiterer Kill auf meinen Namen. Da geht schon ganz gut los. John. Na? Hier wird einer nach dem anderen niedergemetzelt. Moment, Moment, warten Sie mal kurz. Spiele ich etwa den Virgil für Sie als Dante? Ich gehe mal davon aus, dass wir diesen Höllenschlund nur aus wissenschaftlichem Interesse betreten. Meinen Verstand habe ich noch nicht verloren. Okay, warum flackert er so? Wenn wir nah an Caesar dran sind, können wir zuschlagen. Et tu, Miamike? Ich muss Ihren Sinn für historische Korrektheit wirklich loben, aber haben Sie auch nur einen flüchtigen Gedanken an unsere Flucht verschwendet? Ich will nicht respektlos erscheinen, aber es sind ja schon andere auf genau diese Idee gekommen. Geben Sie mir freundlicherweise ein Zeichen, wenn Sie den Dolch zücken wollen. Ich laufe dann geschwind in Richtung der Klippen. Ja. Naja, geschossen haben wir ja sowieso schon. Eine Sklavin. Alter. Eine echte Schande. Alles klar? Tut mir leid. Tut mir leid. Okay. Merk schon, das tut dir leid. Gut, hier erfordert Schlüssel, erfordert Schlüssel, erfordert Schlüssel. Schade. Nehmen wir uns hier schon mal ein bisschen euer Stuff mit hier. Alter. Okay. Freundliche lassen wir freundlich da. Was ist jetzt die Frage? Wie können wir das jetzt beweisen hier? Prim hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Ja. Nehmen wir erstmal mit, was wir mitnehmen können. Okay, Legion Nirs Veteran. Ich will das ohne ruhige Hand hinkriegen. Der arme Arm. Aber wie sagt man so schön, der ist arm dran. Gib ihn, los! Ach, der hängt da oben jetzt fest, ne? Na gut. Hat er jetzt eigentlich gehofft, dass sie denn außen rum kommen? Versuch mal die Sklaven, soweit es geht, nicht zu verletzen. Meine Fähigkeiten im versteckten Anlegen von Tarnbandagen sind noch etwas eingerostet. Okay. Tarnbandagen. Ja, das war klar, dass ich jetzt überladen bin. Gucken wir mal, dass wir die Kleidung mal ein bisschen zusammenmixen. Oh, die sieht aber noch relativ gut aus. Ne? Machen wir hier die Rekruten. Ne? Die waren ein bisschen besser. Also im Verkauf. Oh, Kundschafter rein. Veteranrüstung, Primus-Rüstung, so. Noch ein paar Helme hier. Eine Sonnenbrille können wir da auch mit reinmachen, ist nicht so schlimm. Ja gut, einen Helm packen wir da noch rein mit. Dann sind wir schon mal da ein bisschen leichter. Macheten. Oh, stimmt, da muss ich mal gucken, welche diese
Bonusschaden Machete, die ist doch eigentlich viel, viel besser. Die wollen wir ja behalten, denn. So, jetzt packen wir hier noch die anderen Macheten zusammen, dann passt das auch schon mal. Oh, Wurfspeere. Na gut, können wir schon mal. Hier müsste doch noch irgendwo einer liegen. Dann habe ich doch den Arm abgetrennt. Ach, hier liegt er. Ja, was gibt's? Auch noch Kinder hier. Na gut. Dann haben wir hier Schlafsäcke. Mehr aber auch nicht. Da kommt noch ein Kind runter. Eieieiei. So, euch haben wir jetzt hier auch. Das ist halt alles ein bisschen schwer. Aber zwei Jagdgewehre hätten wir jetzt. Mal zusammen. Passt. Die Machete hier. Also mit dem Reparieren kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. So. Ah, reichte nicht ganz. Na gut, ist nicht so schlimm. Hier können wir noch die Veteranenhelme auf den Rekrutenhelm packen. Bräuchte aber noch einen. Aber hier ist gerade keiner mehr. Oh, was machst du da? Was ich da mache, weiß ich noch nicht. Zugbrücke des Forts öffnen. Na dann. Wollen wir noch mal gucken. Sieht aus, als ob die Pause... Ja, Pause ist vorbei. Okay, nächster. Das ist eher alles andere. Wir schießen alles jetzt zu Klump, was sich bei drei auf dem Baum ist. Okay, Patrioneur. Mit einer Powerforce wollte er loslegen hier. Okay, machen wir mal kurz anders. Machen wir kurz wieder zurück. Mal sehen, was uns folgt. Alles okay? Ja, bis jetzt ja. Aber ich muss aufpassen, Idee hatte jetzt schon einen guten Schaden weg. Das Schlimme ist, jetzt ist Idee natürlich wieder voll, weil wir geportet sind. Und jetzt wieder rein. Okay, da sind schon die nächsten. Jetzt nehmen wir uns noch mal ein paar Hilfsmittel hier. Und zwar möchte ich gerne mal die ruhige Hand einnehmen. Ich nehme noch einen Schlitzer mit ein. Und wenn ich sowas wie Jet oder sowas. Ja. Mal sehen, ob das hilft. Sieht auf jeden Fall gut aus. Sind aber die meisten hier leer, ne? Ne, sind sie nicht. Sind nur nicht mehr geladen. Okay. Schade, dachte wenigstens, dass sie uns folgen. So, dann wollen wir mal gucken hier. Ne, mach mal eine lokale Karte. Dass wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen was reinpfeifen. Und jeder, der jetzt auf uns schießt, der ist des Todes hier weit. Ich dachte, hier wären noch ein paar mehr gewesen. Arena-Ausrüstung, aha. Auch immer Uto ist. Das war mal ein Kundschafter hier. Antoni. Tja, ihr habt euch mit mir angelegt, nicht umgekehrt. Man legt sich nicht mit dem Turtle an.
Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier die ganzen Waffen hier so ein bisschen wieder mal zusammenflicken. Okay, nächste Machete ist fertig. Nächste Machete ist fertig. Noch eine ist fertig. Wunderbar. Wurfspeere. Jetzt haben wir hier noch Jagdgewehre. Ballistische Faust. Mhm. Ja, Karawanschrotflinte kann rein. Machen wir hier nochmal ein Jagdgewehr komplett. Und jetzt nochmal Kleidung. Also die ist... Wieso kann ich die nicht reparieren? Haben wir da nichts? Nicht mehr genug für, oder wie? Kundschafter, Veteran... So, wir haben hier nur noch Veteran. Ah, wir haben hier schon die bessere. Na dann, gucken wir mal, dass wir die Veteranrüstung soweit ein bisschen besser machen. Nächste Veteran hier. Na gut, können wir eher in Veteran. Die ist ja 900. So, und hier auch nochmal. Zack. Dann den Rekrutenhelm. Naja, machen wir mal den Veteranenhelm hier. Lösen wir jetzt mal den Rekrutenhelm auf. Und hier haben wir noch einen. Jetzt mal ein bisschen hin und her hier. Hauptsache ich kriege viel mit. Ah, Sonnenbrille muss ich leider auch noch mit reinpacken. Aber es reicht leider nicht. Wir sind immer noch zu schwer. Gut. Idee. Ich möchte dir mal ein bisschen was in die Hand drücken. So, waffentechnisch und so. Weil das dürftest du ja definitiv tragen können. Gut. Und die ist leer. Naja, die Truhen brauche ich jetzt nicht plündern. Auch wenn das jetzt hier, ne? Gehört ja hier den Kindern denn jetzt. Jetzt hat ruhige Hand nachgelassen. Schlitzer hat nachgelassen. Ist jetzt die Frage. Müssen wir jetzt hier wirklich rein? Caesars Zelt. Okay, sonst ist auch kein anderer mehr hier. Also bleibt uns jetzt eigentlich nur noch Caesar. Speichere ich aber vorher nochmal. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.